Six, all in the mix. Was geht ab, Freunde? Alles fresh. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder in Berlin, wie ihr sehen könnt. Ich zeige euch jetzt mal einen weiteren Brennpunkt. Auch eine weitere Station, die untergeht. Ich dachte mir, hey, ich bin doch gerade in der Nähe. Wieso nicht? Schaut euch mal um. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt hier Sanierarbeiten, dass die Station demnächst mal fresh wird. Weil das ist schon seit Jahren so. Komm, ich zeige euch ein bisschen mehr. Guckt euch mal an, die Wände. Graffiti. Hier sind auch ganz, ganz viele Drogenabhängige, die rumhängen. Ich dachte mir, komm, ich zeige euch mal so ein bisschen. Wir haben so viele solcher Bahnhöfe. Ich habe euch ja letztens in Berlin die Top 3 gezeigt. Die abgefucktesten. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen geirrt. Hier wird es auch immer krasser. What the heck, bro? Schaut euch mal hier um. Bis ins Gleisbett runter. Hier ist relativ sauber, weil da irgendwie keine Steine sind, kein gar nichts. Auf jeden Fall sehr viele Junkies auch hier am Start. Ja. Die auch immer herkommen. Auf jeden Bissecke sehe ich gerade. Üble Bissecke, so weißt du. Habe ich da gerade eine Maus gesehen, Alter? Guck mal auf jeden Fall die Steine hier nebenan. Guck mal hier. Schau mal an, wie es hier aussieht. Heftig, Digga. Das sieht heftig aus. Guckt euch mal die Wände an überhaupt. Ja, das ist die Yorkstraße, Freunde. Berlin-Schöneberg. Ich war ja letztes Jahr schon mal hier. Ich habe angenommen, dass sie die Station hier schon nochmal neu gemacht haben. Aber ich fahre ja jedes Mal vorbei und ich sehe, die haben nichts neu gemacht. Die machen zwar diese Abstriche, schaut mal hier, die machen auch zum Beispiel die Wände neu. Da sind auch irgendwie auch vermerkte Zahlen drauf, dass die Wände neu machen werden. Aber bis jetzt habe ich nichts gesehen, dass da neu gemacht wird. Schaut mal. Es ist halt immer noch so, wie es war. Abgefuckt. Graffitis. Das war gerade ein G. Tja, hier auf dem Boden überall. Hier noch mehr Graffiti. Schaut euch mal allein an, wie die Wände aussehen. Alleine, wie die Wände aussehen. Guck mal hier, so eine riesen Pisslache, die ausgetrocknet ist. So. Graffitis hier sind auf jeden Fall sehr viele Crews und sehr viele Gruppen, wie wir sehen, auch an den Wänden. Wie gesagt, ich war ja letztes Jahr hier, aber ich dachte mir, ich zeige euch das auch mal in diesem Jahr, so wie das aussieht, auf jeden Fall. Hier auf die Wand. Wack. Naja, gehen wir weiter. Falls ihr gedacht habt, jetzt hört es hier auf, oder was? Hier hört es noch lange nicht auf, Freunde. Guckt euch mal hier die Wände an. Creme de la Creme, sorry, ich war gerade einkaufen. Falls ihr euch fragt, was ist das in deiner Hand? Warum ist das so laut? Tüte, oder was? Guck mal hier. Alter, die Wände, Alter. Was sagt ihr dazu? Guck mal, bis da ganz hin. Hier muss schleunigst was gemacht werden. Und eine weitere Pissecke. Ja, die bemühen sich halt, ne? Die bemühen sich, aber ich meine, die Bemühungen sind umsonst, weißt du? Schaut euch bitte an, wie das aussieht. Können wir mal ganz kurz hochgehen und gucken, was da so los ist. Also die Wände sind next level hier, auf jeden Fall. Die Gegend an sich so. Wir können mal ganz kurz hier oben drauf gucken, wie der erste wie überhaupt ein Ausgang aussieht. Ihr seht hier zum Beispiel auch kaputt, an den Seiten kaputt auch. Allein die Wand, Alter, nochmal. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Was soll ich sagen? Sieht schon mies abgefuckt aus. Es ist voll kalt geworden. Ihr seht ja, die Bemühung ist ja da. Guck mal, die machen das jedes Mal sauber, aber die Leute schmieren das wieder alles voll. Das war eigentlich alles voll hier. Die Wände auch. Die wurden jetzt nochmal neu gestrichen. Schöne Bissecke. Einige davon, guck mal hier. Boah, das ist richtig so, wo ich sage, diese Gegenden in Berlin sind Versüfter.
Also werden immer versifter und schaut mal hier. Boah, allein die Mülltonne ist Mörder. Shit, was ist das, Alter? Was wird hier einfach so rumgespritzt? Achtung, frisch gestrichen ist auch gut, ne? Das ist auch gut. Mittlerweile hier, guck mal hier, bam. Die vermerken sogar, wann es war, im Januar. Freunde, das war dieses Jahr im Januar. Ja, wir haben schon Februar. Knapp nach einem Monat sieht das hier noch schlimmer aus als vorher, Alter. Ohne Scheiß, guck mal hier. Schaut euch das an. Hier. Haben die alles abgerissen, ja? Diese Kacheln hier, Alter. Eine reinste Müllheide. Die Yorkstraße. Guck mal hier. What the fuck is going on, bro? Shit. Graffiti-Vibes. Ich zeige euch mal die Station hier so. Oben drüber. Hier, kennt man ja. Yorkstraße. Tja, was soll ich sagen, Alter? Das sieht nicht nachgemacht aus im Januar. Das sieht so aus. Ja, aber das ist heftig. In Berlin geht das sehr, sehr schnell. 5-6 Tage sieht alles wieder so aus wie vorher. Und das ist jetzt Monat her, wo sie das hier, wo drauf steht, frisch gestrichen. Und schon Monat her. Und das sieht jetzt noch schlimmer aus, als es vorher war. Hier die Infra hat auch zu leiden. Überall Löcher, überall ist irgendwas. Ja. Ihr seht ja, hier sind sogar noch so Reste von Malereien, so, weißt du, auf dem Boden da. Hier wurde auf jeden Fall gestrichen. Aber guckt mal wieder aufs Neue, wie das hier aussieht. Krank, Digga. Wie gesagt, hier wurde auch sauber gemacht. Sieht man ja, dass hier sauber gemacht worden ist. Aber da ist einfach Totus. Ey, was sind das für Löcher hier? Auch so richtig krasse Löcher, was sie hier verstecken. Da verstecken hier Zeugs, oder was? Karasu. 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 Schaut mal hier. Auch hier so richtig abgefuckte Gegend. Neu gemacht, aber guck mal hier, Ninja Turtles. Hier leben die Ninja Turtles, Digga. Im Junkie-Format. Ne, ohne Witz, schaut euch das an. Hier war auf jeden Fall alles richtig krass gekritzelt und bemalt. Auf der Seite auch. Seht ihr das? Normalerweise. Aber glaubt mir, das werden die auch noch zuknallen. Das ist halt so eine Station, Bro. Das ist sicher so. Da schön sauber gemacht, alles schön erneuert und dann kommt da der hier wieder, bam. Und der hier wieder, bam. Unglaublich, was hier los ist, Alter. Heftig. Das mit den Kabeln so außenrum feiere ich auch nicht. Guck mal hier, Kabel einfach so oben außenrum verlegt, eigentlich super gefährlich. Richtig assi. Richtig Assis. Was soll ich sagen? Das Loch ist das legendärste, Digga. Da, wo man die Kippen reinmacht. Da machst du einfach Zigaretten rein. Was gibt's noch? Ja, Graffiti auch auf jeden Fall. Sehr, sehr viel. Ja, hier, seht ihr zum Beispiel die Wand hinter mir? Hier wurde krass sauber gemacht. War richtig krass. Normalerweise, glaubt es mir, wenn ich euch sage, sieht die Wand auch nicht so aus, wie das hier jetzt gerade. Die wollen halt probieren, einen coolen Eindruck von Berlin zu schaffen. Wenn die Touristen herkommen, sollen sie nicht das hier sehen. Pissecken, zerkritzelte Wände, sondern die sollen halt wirklich sehen, dass Berlin sauber ist und ihre Stationen. Aber Berlin ist nicht sauber und die Stationen schon gar nicht. Ich sag's euch wirklich so, wie es ist. Fast jede zweite Station ist so. Wirklich. Schaut euch das an. Schaut euch den Boden an. Guck mal hier. Hier brauchen die ewig, um hier alles zu erneuern. Die bauen hier gar nicht. Guck mal hier. Keine Tafeln, keine Displays, gar nichts. Guck mal hier. Richtung Rathaus-Spandau. Die bauen hier schon seit Jahren. Mindestens 3-4 Jahre schon. Sieht das so aus, wie es aussieht. Ja.
Schaut euch die Steine an. Schaut euch die Pfeiler an. Schaut euch an, wie die Pfeiler aussehen. Freunde, ist das nicht eigentlich gefährlich? Ist doch eigentlich Lebensgefahr, wenn die Pfeiler so abgefuckt sind irgendwann. Die Pfeiler haben auch Risse. Also die haben auch innerliche Risse. Wenn das Ding zusammenstürzt, dann stürzt doch auch ein bisschen was von der Wand zusammen, oder nicht? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe Berlin nicht, Digga. Ich verstehe nicht, wieso man in einen Bundestag 551 Millionen pumpen kann und in eine Yorkstraße nichts pumpt. Und das so jahrelang verwahrlost lässt. Das checke ich nicht, so was ich meine. Die geben Millionen für Bundestag aus oder Brandenburger Tor, aber die haben keine 2 Millionen für diese Station oder was? Ich verstehe das nicht, Bruder. Immer hier. Immer Richtung Neukölln, Kreuzberg, Schöneberg. Immer so. Mitte ist immer wunderschön. Und bei uns hier ist nichts. Guck mal. Tja. Und so ist das, Freunde. Ab hier sieht das schon so ein bisschen besser aus auch. Da Richtung S1, Bus, M19. Hier fangen die auch so ein bisschen an, was zu tun. Die haben sie auch schon ein bisschen erneuert. So, seht ihr das? Aber nur so der Ausgang, oder was? Wann fangen die hier an? Liebe BVG, ich brauche gar nicht mal da hinten hinzugehen zum zweiten Ausgang. Ich weiß, dass er genauso aussieht. Schaut euch das an. Krass, Mann. Die Yorkstraße ist richtig runtergekommen, Freunde. Aber so richtig. Die sah mal ganz anders aus. Die Yorkstraße sah mal richtig gut aus früher. Ja. Ih, da sind auch Ratten, habe ich gerade gesehen. Wir haben auch übrigens ein richtig großes Problem mit Ratten. Berlin hat so viele Ratten, ja, zweideutig gemeint. Da. Da ist eine Maus. Seht ihr das? Da. Das meine ich, Freunde. Weg mit dir, du alte Laus. Oh, hier, die Maus, die hat gar keine Angst. Bro. Seht ihr? Ich meine, was soll ich dazu sagen, ne? Ich erzähle ja nicht irgendwas. Guck mal hier. Einfach Kacke da rumgeschmiert. Das waren Safe Junks. Junk-Style. Hier muss man sich auch die Füße desinfizieren, wenn man dann nach Hause kommt. Die Schuhe auf jeden Fall nochmal in die Badewanne werfen und waschen oder so. Aber der Boden ist crazy. Das geht auch. Die Shit ist next level, Alter. Wirklich, die Pfeiler sehen aus, Mann. Was geht ab, Alter? Shit. Ich meine, what the fuck is going on, bro? Leben wir in Deutschland? Oder wo leben wir, Digga? Das ist heftig, dass deutsche Städte zum Teil so aussehen. Das ist krank. Deutschland ist einer der reichsten. Ich glaube, Deutschland ist das reicheste Land in Europa. Crazy, Digga. Ich glaube nicht. Ich glaube schon lange nicht mehr. Wenn ich das so sehe, glaube ich an nichts mehr. Guck mal hier. Auch hier zum Beispiel ältere Displays. Hier wird auch nichts erneuert. Absolut nichts erneuert. Das haben die jetzt extra hier weggemacht mit den Steinen, damit da keiner mehr was reinwirft. Und so lässt sich das wahrscheinlich schneller und besser aufräumen. Seht ihr das? Einfach eine Brille da im Gleis. Wenn die Steine im Gleis sind, dann ist es viel schwieriger aufzuräumen. Jetzt haben sie das sozusagen so gemacht, dass die aus dem Gleisbett die Steine holen und das so glatt lassen. Und dann können sie besser staubsaugen oder was auch immer. Können die besser aufräumen. Seht ihr das? Von daher sieht das wenigstens hier im Gleisbett sauberer aus. Aber ist es nicht, normalerweise. Freunde, das war's mit einem weiteren Video. Was soll ich dazu sagen? Yorkstraße ist auch gut, Alter. Ja. Letztes Jahr auch schon darüber ein Video gemacht. Aber wie gesagt, ab und zu mal die Station auffrischen, mal herkommen und euch zeigen, wie da so der Update ist. Hier absolut kein Update, hier ist abgefahren. Six All in the Mix, Freunde, meine Bahn kommt. Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Und was soll ich dazu sagen, Freunde? Zum Kotzen. Deutschland, das reichste Land Europas. Wir hören uns. Six All in the Mix. Daumen nach oben, abonniert, aktiviert.